Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon Stories. Ja, es ist wieder Freitag, es ist alles wieder live, wir sind alle wieder dabei und heute haben wir uns vorgenommen, mal ein vielleicht ein allererstes Mega-Digimon zu machen. Also ich bin gespannt. Und dafür müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, stimmt. Hallo, roter Fuchs. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja letztes Mal die eine Ding da abgebrochen. Das eine. Weißt du? Wir hatten ja die Sachsen-Infiltration abgebrochen. Alter, das war ein schwieriges Wort. Und gute Besserung, Valkyra. Zeig es Young at Heart. Oh, hatten wir doch schon mal. Young at Heart hatten wir doch schon mal gegen gekämpft. So, wir machen aber was Wichtiges. Das da. Genau, das da habe ich gemacht. Fangen wir jetzt wieder an oder ist das abgebrochen? Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen sollten. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal... Oh, so schwer erkältet. Papumon ist auf Höchstlevel, ja, von mir aus. So schwer, naja gut, erkältet. Musst du dich einfach schön warm einpacken und nicht mehr rausgehen. Oder ein Feuer machen. Wobei das auch immer, ne? In der Wohnung ist immer schwierig, ein Feuer zu machen. Ja, wobei, schwierig. So, ich habe absolut keine Ahnung. Okay, ich muss erstmal ins Digimon-Labor. Ich muss erstmal... Was ist denn? Huch, so ein trauriges Gesicht. Hast du dich schon verlaufen? Ich glaube schon. Das Schicksal begnadet nicht die, die nur herumsitzen. Löse weitere Fälle und vertiefe dein Verhältnis zu deinen Digimon. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich möchte meine Aufgabe machen. Verdammt. Warte, lass mich kurz überlegen. War das was in Eden? Irgendwas neu? Ach, so viel hast du denn aber auch eigentlich, glaube ich, nicht so verpasst, oder? Ich glaube, nur so ein bisschen Gequatsche. Hat da irgendjemand eine Ahnung, wie es weitergeht? Ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergeht. Mussten wir in die Demon-Höhle? Ich will aber ungerne zu Jimmykin, muss ich sagen. Ungerne. Jetzt aber auch nicht hier, ne? Gott sei Dank. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Verdammt. Wir sollten was für Sachsen machen. Sachsen brauchte unsere Hilfe. In meinem Player-Profil. Stimmt, in meinem Player-Profil könnte ich nachgucken. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Lalalala. Hör dich im Sachsen-Forum um. Dankeschön. Also wir müssen wieder nach Sachsen. Also zurück nach Sachsen. Stimmt, wir sollten uns hier ja umhören, ja. Jemand hat erwähnt, dass sie gerade zur Ebene 1 in ich nenne es trotzdem Under Nolun, okay? Under Nolun gegangen ist. Wer? Suchen wir Faith zufällig? Wir haben ein paar Leute mitgenommen, um nach dem Versteck der Gegner zu suchen. Sie hätten mich mitnehmen sollen. Nein. Cindy, dann musst du bei mir mein Let's Play gucken von dem ersten Teil. Ne, ich will jetzt ja nur Schleichwerbung machen. Ich bin so, ne? Es tut mir leid. Und da siehst du dann, wie es weitergeht. Und hallo, Scorpi. Faye scheint ein paar Leute zur Ebene 1 in Under Nolun gebracht zu haben. Ich treffe mich mit Faye auf Ebene 1 in Under Nolun.
Ach ja, stimmt. Es gab jetzt ja auch noch ein Update, dass es auf Deutsch ist. Falsch, die Antwort ist Neil. Klugscheißer, Mann. Echt, ey. Gar nicht wahr. Echt, ey. Mann, dieses Rumgeklugscheißer. So, unter Nolun hier. Okay, Faye. Dann wollen wir mal sehen. Warte, wir können ja sogar, warte, weil wir ja wieder hier an diesen Stellen rumlaufen. Das da. Da können wir gleich viel schneller rennen. Also der Nil ist außerdem auch nicht der längste Fluss von denen. Also wenn ich jetzt mal so, ne? Das sind alles Fake News. Wirklich. Das sind alles Fake News. Frag mal Trump. Wobei ein Lösungsbuch aber auch cool wäre. Ich mag Lösungsbücher eigentlich, aber ich glaube, die sind ziemlich oldschool, oder? Anneliese, hast du dir das alles gemerkt? Wirklich? Oh, hast du das schon verkauft? Oh, das ist natürlich schlecht, Cindy. Wenn du es denn schon verkauft hast, ja. Der Nil ist gar nicht der Größte. Also ich kenne einen Nil und der ist gar nicht so groß. Okay, da vorne ist Action. Hey. Was geht? Hä? Hey, nein, aufhören. Ah, so viele Kratzer. 1, 2, 3. So viele. So glücklich. Okay, wir sind hier gerade in enger der SM. Was ist das? Ist das schon soweit, Valkyra? Gegen Ende des Monats? Ist das schon soweit? Aber du bist krank. Ich flieg für dich. Mach dir keine. Ich spring für dich ein, Valkyra. Du bist krank. Du musst gesund werden. Diese Sachsenhacker stieren und brabbeln vor sich hin. Was soll ich tun? Ausrauben. Einfach mal das Portemonnaie wegnehmen. Sie in Ruhe lassen? Sie aus ihrer Trance holen. Sie in Ruhe. Ach komm. Hallo, Mr. M. Ich muss etwas unternehmen. Habe ich die geschlagen? Ich hoffe ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe auf dem Arsch. Ich hoffe, ich habe den auf dem Arsch geschlagen. Also zumindest ihr. Weißt du, das kurze Röckchen ein bisschen anheben und... Ne? Was? 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 Wo war ich gerade? Was ist passiert? Mir kommt es vor, als ob ich einen schönen Traum hatte. Mit Kratzern? Okay, die macht mir echt Angst. Moment. Wurden wir von der Gruppe angegriffen? Hast du uns geholfen? Danke. Diese Kleidung, du kommst wohl von Hoodie. Hilfst du uns bei der Suche nach Sandmann? Sandmann, nein. Oh ja, Cindy, ne? Immer schön RTL 2 alles geguckt. Wo ist Faye? Sie war doch eben noch hier. Hast du Faye irgendwo gesehen? Sie ist wohl immer noch auf der Suche. Wir haben mit ihr nach dem Versteck von Sandmann gesucht. Dann sind uns ein paar suspekte Leute über den Weg gelaufen. Wir haben versucht, sie uns zu schnappen. Dann gab es einen Kampf und plötzlich bin ich hier.
Sie müssen uns hypnotisiert haben. Da war eine Hackerin, die wie ihre Anführerin wirkte. Faye muss ihr gefolgt sein. Danke, Leon. Danke. Endlich schreibt's mal jemand. Oh ja, Monster Rangers. Ja, Monster Rangers fand ich immer super geil. Monster Rangers fand ich auch cool. Wie sieht es aus? Erzähl mir, was du erfahren konntest. Aber dafür läuft heute ja auf RTL 2. Was läuft denn da? Berlin Tag und Nacht, Köln, irgendwas, Postleitzahl. Was läuft noch auf RTL 2 derzeit? Ich habe keine Ahnung. Und ist sie der Chefin alleine hinterher? Ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Sie könnte deine Hilfe gebrauchen. Nö. Ja. Yugo, wir kommen mit. Nein, komm zurück. Aber ihr habt viel mitgemacht. Kommt zurück und ruht euch aus. Ich werde nicht mehr noch mehr Leute verlieren. Yugo. In Ordnung. Keine Sorge, wir werden das jetzt regeln. Ah ja, Frauentausch läuft auch noch. Wir haben Faces Aufenthaltsort aufgespürt. Sie ist irgendwo in einem Sonderforum. Was tut sie da? Ich habe ihr gesagt, dass sie mich kontaktieren soll, sobald sie ihr Versteck gefunden hat. Sie scheint dort alleine hinzugehen. Ich kann nicht zulassen, dass sie da ohne Verstärkung hingeht. Ich schicke dir die URL. Mach dich auf den Weg dahin. Klar. Hallo Noah. URL von Sandmann Versteck. Mir gefällt es nicht, dass jemand aus einem anderen Team zu überlassen, aber wir müssen uns nach Yugo richten. Lass uns nicht im Stich. Nicht nur auf Pro7 Max, läuft doch auch auf normalen Pro7, oder nicht? Das Sword Art Online. Ich meine, ich guck's nicht. Es kommt halt einfach, wie Scorpi schon sagte, es kommt halt nichts mehr im Fernsehen. So, ist das hier? Nee, ist das, wo ist denn das? Hallo? Ach da, meine Güte, Sandmann-Versteck. Oh, das sieht hier aber süß aus. Hier ist aber auch... Okay, hier ist eindeutig der Hund begraben. Echt, nur auf Pro7? Das kommt doch auch auf normalen Pro7, oder nicht? Du kannst doch nicht die Serien im Internet gucken. So Burning Series und sowas, das geht nicht. Müsste ich auch mal Walking Dead weitergucken. Was habe ich in dieser Woche getrieben? Gearbeitet. Und Sachen, die ich erst ab 22 Uhr sagen darf. Was, der kommt TV schauen? Was, seit 2 Jahren kein Fernsehen, weil der Vermieter das nicht hinbekommt? Was ist denn das für ein Vermieter? Oh, da ist eine Kiste. Farm-Erweiterungsplugin. Ich hätte gerne mal Speicher ab. Hallo? Aha, da sind wir ja. Ja, Animes sterben aber wirklich aus im Fernsehen. Und The Big Bang Theory ist cool, ja. Mir fehlt auch ein bisschen Scrubs.
Hallo Kuschelsuchti, mal wieder da? Ja, Leon, du wirst auch noch. Es ist schwer immer. Es ist schwer immer alle mitzunehmen. Das müsst ihr auch verstehen. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm 3 Mitstreiter mit. Muss ich? Dominanzkampf. Okay, warte. Wie geht's unseren Digimon? Ja, dominanzig. Ja, eigentlich können wir in den Dominanzkampf gehen, oder? Oh, Scrubs war damals super. Oh Gott, Scrubs habe ich so geliebt. Ich habe, glaube ich, schon Scrubs insgesamt 3-mal komplett durchgesehen. Ich mag das. Und Supernatural nicht, nein. Und ja, Kaiju, genau das meine ich. Sag was Schmutziges, Küche, ne? Gib mir Tiernamen, Schmetterling und so, weißt du? Was, dir wurde nicht angezeigt, dass ich stream? Was? Ich weiß nicht, warum YouTube das nicht auf die Reihe bekommt. Mit den richtigen Benachrichtigen und sowas. Finde ich scheiße von YouTube. Wurde es dieses Mal benachrichtigt, Kuschelsuchti? Weil jetzt habe ich das Schreiben, kriege ich immer wieder zu sehen, ja, keine Benachrichtigung, obwohl, naja, Benachrichtigung eingeschaltet ist. Ich finde das nicht schön. So, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal hier. Hä? Was machst du denn hier? Yugo hat dich geschickt? Was hat er denn? Mit diesem Abschaum werde ich allein fertig. Echt, das sieht aber eher nach so einer kleinen, naja, ab 22 Uhr Party aus. Was, der komplette zweite Stock hat kein Internet? Was? Da würde ich ja durchdrehen. Oh mein Gott, kein Internet. Kein Internet haben, oh Mann. Da kann ich ja gleich irgendwo nur noch Foi-Foi machen und irgendwie auf Steintafeln kritzeln oder so. Und ein T-Rex reiten. Wobei ein T-Rex reiten ja schon wieder Stil hätte. Wen bezeichnest du hier als Abschaum? Oh, das war ein Mädchen? Oh, ja, gut, die hat jetzt diese Stimme. Hä? Das ist die Anführerin von Sandman. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie ernst die Situation ist. Du bist in unser Revier und wir haben dich umzingelt. Er kann dir jetzt nicht helfen. Hau ab! Zieh besser Leine! Ich bin eine vernünftige Erwachsene. Ich bin bereit, über das unhöfliche Verhalten von euch Jugendlichen dieses Mal hinwegzusehen. Mir machst du keine Angst. Ich bin ganz alleine hergekommen. Ich wollte etwas wiedergutmachen. Ich habe nicht mal Yugo Bescheid gesagt. Mit Abschaum wie euch werde ich alleine fertig. Große Worte. Aber dir werden die dicken Töne schon noch vergehen. Was ist das? Das riecht so süß. Nein! Ja, ach, Yugo, das sollten wir nicht tun. Ah, Yugo, 22 Uhr. Du liebst mich am allermeisten. Oh, du machst mich
so glücklich. Hugo, 22 Uhr. Ähä. Sie verhält sich seltsam, genau wie die Hacker vorhin. Oh nein. So, Kinder werden so gereizt, wenn sie nicht gut schlafen. Träum süß. Oh, jetzt muss ich wirklich gehen. Das passiert rotznasigen Görn, die sich mit Erwachsenen anlegen. Werde ich jetzt vergewaltigt?